Du schaffst es, mein Freund. So. Sobald man dann sowas setzen kann, weiß man ja wieder einigermaßen. Also noch komme ich rauf. Noch komme ich rauf. Es hört einfach nicht auf. Ich bin ja an einer nahezu unendlichen Eisenquelle, glaube ich. Naja, ich glaube, das wächst nach. Vielleicht bist du an der unendlichen Eisenquelle. Die unendliche Eisenquelle. Da gibt es nur eine einzige im Spiel. Die hat noch niemals irgendjemanden gefunden. Und ich, Depp, nehme hier gerade nicht auf. Nein. Oh. Eisen hacken oder sprengen? Was ist wohl interessanter? Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Regenwürmer zählen. Auf einem ganz anderen Kanal. Nitrate? Wow. Mein Server auf Nitrate gefunden. Oh. Klong, klong. Noch mehr Eisen, noch mehr Eisen. Jetzt bin ich, glaube ich, bald fertig hier. Ich muss bloß noch mal kurz erholen. Ja, so. Wenn ich damit fertig bin, habe ich dann sogar 20 Iron Ore einstecken. Okay. Sehr schön. Ich glaube, die Richtung. Ah, oh, noch zweimal, dann haben wir es doch geschafft. Ist das nicht schön? Sagt ja. Ja. Alle im Chor. So, jetzt machen wir noch fünfmal mehr. Nein. Doch. So. Uiuiui. Na toll. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Da ist es, da ist es. Ich hab's gesehen. Aber hier unten ist jetzt dann wirklich auch Ende Gelände. Also was heißt Ende Gelände? Ich bin doch noch nicht am Ende hier. Also geht doch noch weiter irgendwie. Ich glaube, hast du noch eine Sprengladung? Ja. Warte, ich komme rauf. Die gebe ich dir. Ich glaube, du könntest echt mal herkommen und hier nochmal sprengen. Weil jetzt ist ja alles weggebaut. Es ist hier bloß noch Stein. Aber ich glaube, das geht hier noch weiter. Ich glaube, das ist wirklich so ein Gebiet, wo ewig viel war. Moment. Dieser eine. Oh, beides meine. Habe ich noch? Nein, natürlich habe ich meine Scrap Metal Dinger weggebracht, weil meine Pickaxe hält nicht mehr ewig viel aus. Oh. So. Aber ich habe schon 20 Eisen, 8 Kohle, 2 Nitrate. Hier rein. Und wenn du mir das Loch anschaust, 90-95% war davon Eisen, was ich hier weggeklopft habe. Da war fast nichts an Stein. Und ich nehme schon wieder Schaden aus dem Nichts. Okay. Ist gesetzt, kannst du sprengen. Okay. Fragt sich halt, wie das am effektivsten geht. Wo ist denn das Ding überhaupt? Boah, wie soll ich denn da rankommen? Loch buddeln? Direkt neben dem. Oh ja, genau. Ist überhaupt nicht ungefährlich. Der wartet hier schon geduldig, bis es Boom macht. Das ist unglaublich. Du Saftsack. Krieg ich es von hier? Nein, ich krieg's noch nicht von hier. Okay, dann muss ich weiter reinbuddeln. Da hätte mir auf die TNT-Leitung gleich verzichten können. Da hätte ich gleich weiter buddeln. Vorsicht, Junge, Vorsicht. Ich glaube jetzt. Ich zeig dir mal, wie ein wahrer Mann das macht, ja? Hä? Ja, okay. Hä? Ging. Wow. Wow. Oder? Oh ne, sah schon fast aus, als hätten wir jetzt echt einen Schacht aufgemacht. Doch, da Eisen, sehe ich doch an der Wand. Ja, ja, klar. Aber es sah jetzt so groß aus, dieses Loch. Ich dachte schon fast, wir hätten jetzt echt einen Minenschacht oder so gefunden. Aber ich glaube, die gibt es einfach noch nicht. Nein. Aber ich muss jetzt erstmal meine Pickaxe reparieren. Das überlasse ich mal dir. Eisen. Ja, ich bin jetzt hier unten an dem Loch, was ich hier gemacht habe, gerade mal am Bestaunen und Bewundern. Wie tief es doch ist und wie viel nichts da drin ist. Da ist doch nahezu unendlich viel nichts drin. Es kann sein, dass wir hier echt schon zu tief sind.
Komm schon. Gerade eben bin ich doch auch aufgekommen. So rüber, ne? Da hoch, genau. So, nun repariere ich mal. Aber ich höre bis hier unten hin deine Kiste, wie du gerade aufgemacht hast. Cool. Ich mache immer noch Kisten auf, hörst du es immer noch? Ja. Ah, okay. Also, ach, nur ganz leise hörst du es wahrscheinlich, ja, oder? Ich weiß nicht, ob man auf YouTube das hört. Das ist das Nächste. Wir haben, glaube ich, doch, da sind Metal Strips. Genau, Metal Strips war es, was ich gesucht habe. Genau. Und her damit. Mache mir meine Pickaxe wie neu. Nee. Hör bloß auf. Nachher fällt ja was damit irgendwie. Ich glaube, ich einfach mal in diesem unendlichen Loch. So. Na. Irgendwo noch Rohre oder so Späße. Rohre? Das. Ja, irgendwas, was man noch zu Metal Strips machen kann. Nee, ich glaube, ich muss echt ein, zwei Eisenbahnen mal umwandeln, dass wir mehr Metal Strips auf Lager haben. Ja gut, wir haben ja genug Metal, wir haben genug Eisenbahnen. Dann mache ich gleich mal 10, die ich umwandle. Ja, das sollten wir auf alle Fälle haben. Im ganzen Stack haben wir doch, glaube ich, da, oder? Über den Stack. Wir haben über den Stack da, deswegen kann ich mal so 10 abzwacken, die ich zu Metal Strips mache. Die brauchen wir früher oder später eh. Eben. Bis jetzt, wo wir Cobblestone machen könnten, haben wir alles mit verstärktem Holz gemacht. Naja, egal. Ja gut, jetzt haben wir das Holz ja eh schon gebaut. Abreißen wird man das jetzt eh nicht mehr. Und dementsprechend, wir können ja vielleicht echt noch eine Cobblestone-Schicht außenrum machen oder wir machen ein zweites Gebäude, das wir als Cobblestone machen. Auch eine Idee. Ja, ich habe schon wieder eine Horde. Horde Mania. Dann machen wir uns irgendein Projekt, dass wir uns ein richtig stark verstärktes Haus aus Cobblestone bauen. Wir haben ja das hier schon als Basis und irgendwann, wenn das dann fertig ist, ziehen wir einfach um, wenn bis dahin Version 10 noch nicht draußen ist. Fort Knox bauen wir dann. Zum Beispiel. Und wenn? Ja. Wie bist du hier rausgekommen? War das? Ah, okay, ich hab's gefunden. Okay. Ja. Immer weiter da nach oben. Ich war gerade nämlich immer der Nase nach, junger Padawan. Irgendwie total plemplem. Ich wollte da oben das Eisen haben. So. Genau, und jetzt hole ich das Eisen raus und dann stürzt die ganze Höhle ein, weil die ganzen Zombies hier rein wollen. So. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 25 Coal Ore und 17 Iron und 2 ganze Stacks Stone und 48. Nö, nicht schlecht. Ja, ich habe Coal nur 8, aber dafür ist 21 Eisen halt. Also man verläuft. Okay, Metal Strips mache ich gerade eine ganze Menge. Einfach. Stelle ich fest. Ja, Sprengen geht einfach sehr bequem. Es wäre ja auch blöde, wenn Sprengen nicht so toll wäre. Und der Stein kommt weg. Wir könnten jetzt einen Sklaven brauchen, der eine Treppe baut. Zum Ausgang. Einen ordentlichen Weg zum Ausgang. Oh, Kohle. Also Kohle haben wir echt keine Probleme mehr. Das ist hier irgendwie so die unendliche Mine, glaube ich. Habe ich ja vorhin schon 2 Stunden lang rumgemacht. Wobei, jetzt ist das Ende da. Wie mir scheint. Oh, nee, komm. Ich will jetzt raus. Aus dem Loch. Ich glaube, da lang, gell? Nee. Das ist die falsche Richtung. Oh Mann. Hey, ein großer Teil der Metals. Boah, jetzt haben wir fast zu viele Metals-Trips. Ich glaube, ich lasse mal die Pipes hier noch so. Ich will raus. Ah ja, Gott sei Dank. So.
Dann ab nach oben. Ich wollte gerade sagen, man könnte mal Holz fällen, aber Holz haben wir, glaube ich, auch. Ich glaube, Holz haben wir massig da. Das habe ich schon gesehen vor kurzem. Na gut, von außen sieht die Hütte ein bisschen. Oh Gott, ich habe da immer noch 5 TNT. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das könnte es gut sein, dass es das war. Hä? Die Schmerzen, die immer kamen von mir, weil ich hatte irgend so eine Infektion. Ich hatte dieses Nuklearzeichen da halt. Also verstrahlte Zeichen. Und es kann gut sein. Ah, der Kaffee ist. Ja, der Kaffee ist fertig. Kann sein, dass das irgendwann in manchen Abständen einfach mal Schaden macht. Das ist. So, jetzt dürfte es sogar so weit sein. Jetzt dürfte ich das ganze Feld machen können mit Kaffee, Coffee Beans und ein bisschen was übrig haben. Sogar. 52 Coffee Beans habe ich jetzt. Ach, du grüne Neune. Mal gucken, ob das hinhaut. Wir übernehmen natürlich den anstrengendsten Job bei der ganzen Angelegenheit. Oh Gott, das ist immer der anstrengendste Job, oder? Ja. Was denn? Ist es. Ja. Ja. Gibt es was Anstrengenderes? So, und wir haben jetzt 8 Kaffeebohnen übrig. Und das ganze Feld ist bepflanzt. Cool. Und hey, die Blueberries sind fertig, oder? Yay, kriege ich auch noch neue Samen. Die Blueberries wachsen richtig schön schnell. Müssten wir ja dann. Oh Gott, da kriegt man aber nur 3 Samen raus. Naja. Naja, besser als nix, oder? Wenn das ganze Feld mal voll ist. Und das Getreide ist. Na, man muss, glaube ich, noch ein bisschen warten. Ein Korn kann ich holen, aber ich glaube, das kann man noch weiter wachsen lassen, oder? Ja. Oder ist das nur ein Korn normal? Probier's mal aus. Ich glaube, du kriegst aus einem Korn mehr Mehl raus, ne? Mehr Samen, sagen wir es mal so. Ja, ist auch eine Idee. Wo ich meine Korn. Den Korn, das Korn. Ich sagte mal einholen, um es zu überprüfen. Ja, aus einem bekommt man 4 Seeds. Das heißt, ich kann es vervierfachen auf die Schnelle. Ja, das wird jetzt einiges an. Dankeschön. Ja, also danke. Sorry, ich hab genug Pfeile, das war. Danke, du brauchst mich nicht zu beliefern. Ah, nicht. Ja, weißt du, und wenn ich mache halt den härtesten Job der Welt und da kann einem schon mal. Was machst du denn mit deinem härtesten Job der Welt? Wovon redest du die ganze Zeit? Naja, bitte nicht um 180 Grad drehen. Ich hab schon geschaut, aber ich sehe dich auf dem Dach stehen. Mhm. Oh. Was ist denn wohl der härteste Job der Welt? Anderen Leuten bei der Arbeit zuzuschauen, oder? Ach so. Okay. Es ist der härteste Job der Welt. Wirklich, ein Arbeitskollege von mir kann das immer so gut. Okay. Irgendwo Mist. Manche Kornseeds von mir gehen hier einfach kaputt. Die machst du wahrscheinlich an die Ecke hin, dass sie runterrutschen. Oder sie können einfach nicht so dicht gemacht werden. Hier, die gehen von selbst wieder weg. Was passiert hier? Oder? Okay. Wenig Wasser. Oder zu wenig Wasser. Das müssten wir vielleicht auch mal erweitern oder so. Ja, okay, die Menge reicht eigentlich aus. Das erste. Gut, ich habe jetzt 8 Kaffeebohnen dabei. Gut. Während ich das Haus gerade mal erweitere. Das kann ich eigentlich auch schon gleich mal machen, das Ganze. Eisen hier. 24 Eisen. Iron. Eisenrohr, ja. 24 Eisenrohr. Hier mache ich mal alle zu Scrap Iron. Das dürfte eigentlich dann reichen. Dann sprühe ich mal den ersten Kaffee auf. Okay. Oh, also ich mache hier gerade die oberste Reihe. Kommt man natürlich super einfach ran. So. Stimmt, wir haben noch eine Reihe mehr nach oben. Ja. Naja, dann hast du noch die unterste Reihe, die du ja von innen nicht rankommst. So. An der Stelle geht's jetzt aber ganz gut. Aber hast auch ein bisschen das Haus aufgeschüttet. Ich brauche jetzt erstmal. Ich muss erstmal normales Wasser kochen. Ich habe gerade kein normales Wasser mehr da. Ich habe all mein normales Wasser zu Tee gemacht. Tee. Tea Time! Wie heißt da dieser eine komische Tee? Hä?
Der Golden Tee? Oh, ich habe so viel schon von ihm gehört, aber ich habe noch nie getrunken. Nein, Du meinst jetzt den englischen da, den... Ja, genau. Ah, genau.